Es gibt irgendwie jetzt, würde ich sagen, wenn es kein konkretes Gesprächsthema gibt, einfach so eine offene Fragerunde jetzt noch zum Abschluss. Also was euch interessiert, fragt einfach. Los. Cool. Oh ja, unbedingt, das sind die schönsten Fragen. Welche? Vielleicht, also was ja vorhin so ein bisschen, kontroverser war diese Richtungs... Oh, sorry. Oh, nee, lieber. Darf ich kurz? Diese Richtungssache mit, man soll sich klar positionieren, auch von Anfang an und so. Vielleicht ja, damals. Politik. Was Politik machen. Genau. Ja, das ist unglaublich. Frage. Ja, aber wenn... Ja, also hier gab es ja so eine Abstimmung über Schlagworte, was wichtig ist für den Wahlkampf. Da waren zum Beispiel Grundrechte, Menschenrechte, Korruptionsbekämpfung. Teilhabe, genau. Und was würdet ihr denn, wenn ihr diese Schlagworte hört, und weil ihr ja alle schon Wahlkampf gemacht habt, was würdet ihr denn hier uns für Tipps geben? Wir können ja ein bisschen die Frage zurückstellen, bis ihr euch ein bisschen Gedanken gemacht habt. Vielleicht hat noch jemand anderes eine andere Frage. Ich weiß nicht, also weiß jetzt nicht, wie der Tipp aussehen soll. Jeder ist ja in seiner Kommunikationsstruktur anders unterwegs. Also wenn ich aus dem Wahlkampf berichten soll, dann kann ich nur sagen, dass das Wichtigste für mich war immer Authentizität. Das heißt, wenn mir jemand eine Frage stellt, die ich nicht beantworten kann, dann beantworte ich die auch nicht. Dann sage ich ihm, dass ich nicht beantworten kann. Das halte ich für wichtig. Das hat gar nicht mal was damit zu tun, dass man politisch keine Ahnung hat, sondern das hat einfach was damit zu tun, dass man aufrichtig ist. Das wäre ein grundsätzlicher Tipp für einen Wahlkampf. Einfach weil ich auch aus dem Wahlkampf heraus weiß, dass viele Leute an Wahlkampfständen dann anfangen zu rudern und drumherum zu lavinieren, wie eben das Politiker tun. Und das würde ich eigentlich jedem empfehlen, das zu unterlassen. Ich habe in jedem Gespräch eigentlich auch gesagt, dass das Wichtigste für mich ist, dass wir eine Bürgerrechtspartei sind, um da die Anknüpfung zu finden. Dass wir uns für den Bürger einsetzen wollen, dass wir den Bürger beteiligen wollen. Habe aber auch immer gesagt, dass wir selber noch damit kämpfen, wie wir das machen, dass wir es nicht wissen, wie wir es machen wollen, aber dass das eins der größten Ziele ist. Und ja, wie gesagt, auf den Wahlkampf bezogen, ehrlich sein, immer ehrlich sein. Oder auch nicht nur auf den Wahlkampf, eigentlich generell. Also wir werden nicht jeden mit den Themen überzeugen. Und also irgendwie dieses, wir müssen so viel wie möglich Leute mitnehmen, ist halt Bullshit. Ja, dann wirst du nämlich beliebig. Ja. Also man kann beliebig sein und irgendwie... Merkel sein. Man kann rummerkeln. Ja. Oder man hat halt ein Profil. Und wenn er halt, wie du gerade sagst, Korruptionsbekämpfung, Bürgerrechte, Menschenrechte... Ich habe dein Profil fotografiert, Entschuldigung. Ich hab's große Nase und so. Das ist ja durchaus ein Profil, das momentan sehr systemkritische Themen sind. Also es geht darum, das System, so wie es gerade ist, umzukrempeln. Ja, also Korruptionsbekämpfung, da haben wir ja als Piraten jetzt nicht gerade geglänzt, als 108E-Petition war. Ja, aber das sind so, dann halt auch, wenn ihr mit diesen Themen im Wahlkampf zieht, dann bearbeitet sie auch ordentlich. Und mit ordentlich meine ich halt wirklich ordentlich. Versucht sie zu vermitteln. Ja, also so vermitteln, dass dass es konsistent ist nachher auch. Also wir haben auch schon so oft Sachen vermittelt in Übertreibung, in falsch. Also wenn ich jetzt mir angucke, so zu Index haben wir ganz viel Scheiße schon veröffentlicht als Partei. Das geht halt nicht. Ja. Ansonsten die Themen, die du aufgeteilt hast, finde ich, sind halt Themen, die man machen kann. Die Frage ist halt, also das muss euch ja klar sein, ihr werdet damit nicht jeden mitnehmen. Und es geht auch nicht. Als politische Partei nimmt man nicht jeden mit. Und das so, und auch immer dieses, wir müssen so viel wie möglich mitnehmen oder abholen, nee. Also wir bieten was an als Partei, wir bieten eine Position an, die wir haben und können mit den Menschen darüber diskutieren. Und wenn wir sie überzeugen, ist das schön und wenn nicht, ist es auch okay. Weil dann haben wir halt einfach noch mehr Arbeit vor uns und vielleicht ist dann einfach teilweise Leidensdruck noch nicht hoch genug bei der Bevölkerung, um festzustellen, dass ich das vielleicht noch haben möchte. Oder es gibt auch Menschen, denen halt andere Themen wichtiger sind als diese Themen. Es gibt sonst auch geben. Muss man aber dann mal akzeptieren und halt, was Kai sagt, nicht dieses Rumlavieren so am Infostand. Das habe ich im Wahlkampf 2009 sehr oft erlebt.
ging es, glaube ich, fast allen damals so, weil wir alle nicht wirklich eigentlich so, also wir wussten grob, was wir wollen, aber wussten nicht, wie wir es vermitteln sollen. Das hatten wir auch teilweise noch im Berlin-Wahlkampf so gehabt, bei einigen Sachen, die da rumlaviert sind, obwohl es schon ein sehr konkreter Wahlkampf war. Ja. Und halt, lasst nautische Metaphern weg. Kann ich zeigen. Ja, und Haltung zeigen. Der Beat hat sich gedreht. Ja. Nautische Metaphern, ach so, ja. Ja, okay. So. Setze deinen Enderhaken. Boah, Leute. Das heißt, auch keine Wahlplakate von 2009 wiederverwerten. Bloß nicht, die waren dann auch einfach nicht gut. Ne, also so, dieses Freiheit ist keine Randnotiz, der war halt, war ein lustiges Motiv auf einer Postkarte, nicht auf einem Plakat. Ja, dieses Kuh-Plakat ging halt auch gar nicht. Ich verstehe doch gar nicht mehr, was das war. Ich weiß es auch nicht mehr. Es geht um die Gene. Da ging es um die Gene. Und lass die Papageien weg. Und lass die Papageien weg. Also das Blutplakat ist halt 2008. Das ist halt auch durch. Nee, also das damit, also auch irgendwie diese CI mit der Welle, das Orange, also oben ein Header, dann irgendwie ein Bild und unten diese Welle mit Piraten wählen. Bei NRW. Nee, das war nicht. Ja, oder das schräge Ding da unten drunter, das ist halt irgendwie auch nach wie vor, das ist halt so Hasenzüchterverein. Ja, also ich fand die Saarland-Kampagne recht schön. Leider war es auch dann für ihr von Weitem nicht gut zu erkennen. Das war ein Problem bei den Plakaten. Ich fand eure Plakate ziemlich gut. Unsere hatten wir Glück gehabt in Berlin. Das war einfach mehr Glück als Verstand. Das war ja nicht geplant. Das war wirklich einfach so, okay, es hat funktioniert, scheiße. Und denkt dran, wenn ihr Wahlplakate macht, das ist Werbung. Und Werbung muss nicht irgendwie eine Wall of Text sein. Mhm. Wenn ihr Flyer druckt, macht nicht irgendwie, das haben wir ja auch in der Piratenpartei gerne gemacht, Flyer mit Text so voll zu kotzen, dass man sie nicht mehr lesen kann. Das bringt's halt alles nicht mehr. Das ist halt einfach durch. Ich glaube, dafür sind wir einfach auch als Partei einfach, glaube ich, ein Stück weiter. Und das auch keine intellektuelle Metaebene, also so wie Denk selbst oder so. Ja, Denk selbst ist ein total geiler Satz, der halt genau nichts sagt. Genau. Ich denke selbst, und deswegen darf ich den Holocaust leugnen. Das ist nachdem das mal rauskommt. Ich denke selbst und will CDU. Genau. Ja, also echt? Du willst die CDU? Torne! Scheiße, jetzt bin ich verraten. Jetzt musst du dich dem Landesparteitag stellen. Ja. Nee, aber ja, natürlich, diese Metaebene ist halt, das ist in dem intellektuellen Spiel total schön. Aber im Wahlkampf halt nichts gebrauchen. Wir sind keine Philosophen, wir sind Politiker. Genau, wir machen halt nicht Philosophie, wir machen Politik. Ich dachte, wir sind Bürger und keine Politiker. Ja, das ist halt auch sowas. Entschuldigung. Wenn halt Leute wählen. Wir dürfen aber schon noch nachdenken, oder? Ja. Okay. Aber wir müssen sagen, worüber. Genau. Ja, das ist ja genau das Spiel. Wir bieten was an, sie haben sich zu entscheiden. Ja, aber das heißt, das machst du halt nicht mit Denk selbst. Also nur Plakat und Denk selbst machst du halt nicht so, wir bieten was an. Hier, weil, also du musst halt was anbieten. Hm. Und also 2009 haben wir auch nicht viel angeboten auf unseren Plakaten. Wir haben keine Patente auf Pflanzen und Gen haben wir angeboten. Stimmt. Und dass Freiheit keine Randnotiz ist, was auch immer Freiheit heißen mag in dem Kontext. Ja, also ich glaube. Den gläsernen Bürger nicht vergessen. Bitte? Den gläsernen Bürger darfst du nicht vergessen. Und den gläsernen Bürger, ja. Also ich denke halt auch, dass halt, glaube ich, in einer recht konkreten Kampagne man durchaus mehr erreichen kann, als mit diesen Metakampagnen, die wir die letzten Jahre gemacht haben. Gut, für also, 2009 war das okay, aber. Für 2009 war das super. 2012 hat es auch viel geschafft. Ja, vor allem in Niedersachsen. Vor allem in Niedersachsen. Ja, 2013. Und es war halt auch nie, das war so eine intellektuelle Kampagne gewesen, deswegen hat es, glaube ich, nicht funktioniert. Die wurde halt nicht aufgelöst. Ja, es war halt auch, also wir haben das Thema ja auch, mit dem ich hammerte, auch darüber ein bisschen referiert, dass in der Niedersachsen-Kampagne war einfach. Auch das Logo ist ja auch verwendet worden, aber das hat dann zu wenig auf Piraten auch hingewiesen. Also ja. Wir haben die Leute da einfach nicht das vermittelt bekommen, was wir, wofür das wir werben wollen. Ja, also keine Inhalte. Das war ein schöner Ad-Bass, aber halt nicht klar, für was man gebasst hat. Mhm. Ja, und, meine Idee war ja ganz gut, sich abzuheben von dem Rest. Aber das war eine super Idee, aber es war halt nicht, also war halt nur in der Metaebene gedacht und halt nicht konkretisiert worden. Das war sehr schade. Aber ich fand es auch eine schöne Kampagne eigentlich. Ich fand die Idee echt schön. Also irgendwie altbackenes Design von 2009 bitte wegschmeißen.
und irgendwie was Neues machen. Ja, parallel zur Bundestagswahl, ne? Ja. Das ist halt natürlich auch echt übel. Ja. Die Verfassungsklage ist erfolgreich. Nein. Es sei denn, diese Klage ist erfolgreich. Also das, nee, das glaube ich aber nicht, dass das passieren wird. Ich weiß es nicht. Das ist natürlich dann, da habt ihr natürlich das Problem, also, dass ihr dann euch entweder komplett absetzen müsst von der Bundestagskampagne, die wir machen werden, oder die irgendwie übernehmen. Also da habt ihr nicht viele Möglichkeiten, glaube ich, dazwischen. Das ist dann echt schade. Also es tut mir auch echt leid für euch. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch vorteilhaft, weil das auch viel Arbeit spart, wenn die auf die Bundestagskampagne. Ja, man kann viel zusammenwerfen wahrscheinlich, das ist ein Vorteil. Ja. Ja, man kann halt gut profitieren und oder halt eben nicht. Ja, also, auf jeden Fall. Ich meine, die Bundestagskarte dann überkleben, dann nicht regeln. Klatschen kam, bevor ich weiterreden kann. Alles klar, wir entscheiden uns für oder. Das machen wir auf dem Plakat. Oder. Ja, so, sonst noch Fragen? Ihr selbst, oder? Wie treu seid ihr euch geblieben? Ich verstehe die Frage. Also das, der Unterschied vorher, nachher. Das hat der Stefan ja ein paar Mal angesprochen, Menschen verändern sich. Ja. Das kann man nicht pauschal beantworten. Das muss eigentlich jeder für sich selber beantworten. Das ist aber eine Selbstreflexion. Das ist aber auch nicht jedem gegeben. Das stimmt. Von daher wird die Antwort dazu sehr unterschiedlich ausfallen und ich selber glaube nicht, dass ich mich stark verändert habe. Ja, ich renne. renn manchmal gefickt herum, aber eigentlich trage ich weiter in Turnschuhe, Jeans und wenn ich in die Ausschusssitzung gehe oder ins Parlament, ins Plenum, dann ziehe ich ein Jackett drüber und gut, dann ziehe ich auch mal ein Hemd an. Aber ich glaube, bisher habe ich mich nicht großartig verbiegen lassen. Bin ich eigentlich relativ sicher. Also man kommt doch, je nachdem von wo man kommt, ist das Geld ein Faktor, der durchaus eine Rolle spielt. Ich weiß nicht, in Berlin ist es glaube ich nicht so gut wie in NRW, aber auch das ist nicht so, dass man mit dem Geld, was man da bekommt, irgendwie ja, jetzt mal eben losgehen könnte, mal eben ein Haus kaufen könnte oder so, sondern das macht ein Stück weit unabhängiger. Gibt aber auch Leute. Übung für so eine Diät? Ja, das ist aber auch nicht gewiss, ehrlich gesagt. Ja. Also es gibt also auch Leute bei uns auf der Reserveliste, die sich finanziell schlechter stehen würden dabei. Von daher, ich stehe besser dabei. Bis bei mir hat Bezug zum Geld etwas verändert. Das würde ich schon sagen. Das mal aufzuführen. Es wirken sehr viele Mechanismen auf einen ein in diesem Parlament. Sich da selbst treu zu bleiben, ist eine Aufgabe, auf jeden Fall. Sei es halt auch dieser schrecklichen Tatsache, dass nur weil du jetzt irgendwie MDL bist, Menschen dich auf einmal komplett anders behandeln, als wärst du ein anderer Mensch. Das ist so widerlich. Das ist so abartig. Nur weil ich jetzt irgendwie so einen Abgeordnetenausweis habe. Kannst du auch in Deutsch mehr deswegen, ne? Ja, ich soll mal lernen. Das konnte ich vorne nicht. Wirst du teilweise an Stellen komplett anders behandelt. Also mein bestes Beispiel, meine Bank. Die pullert mir jetzt den Arsch und freut mich nicht mehr angeguckt, so ungefähr. Und solche Sachen halt einfach mal. Das ist das erhöhte Einkommen auf dem Konto. Ja, auch solche Sachen. Das ist ja auch das Geld, aber diese Ausflüsse, Einflüsse, die machen. Oh, Ausflüsse. Ja, der Herr Abgeordnete, oh, der feine Herr Abgeordnete. Ja, genau, also das hört man ständig. Ja. Der feine Herr Abgeordnete. Ich würde vielleicht sagen, dass die Frage auch noch etwas ein Stück weit zu früh kommt. Was tatsächlich befremdlich ist, ist diese Situation, dass man auf einmal. Ja, Leute hat, die einem normalen Leben im Arsch nicht angucken würden, die auf einmal einen Diener vor einem machen und meinen, sich irgendwie einschleimen zu müssen oder so. Boah, das ist, also ich finde das anstrengend. Ich finde das extrem anstrengend, weil ich eigentlich immer sehr geradeaus bin und auch diese Höflichkeitsformen nicht so benutzt habe im Vorfeld. Das ist ein ganz großes Thema hier in Hessen. Eher so der bollige Westfale, der eigentlich klar sagt, was er denkt und dafür auch mal Schimpfwörter benutzt. Das ist schwierig, damit umzugehen. Ich hoffe eigentlich nicht, dass ich mich dran gewöhne, sondern nicht, dass ich das immer irgendwie so als negatives Beiwerk des Postens da, des Mandats betrachten werde.
Und, das ist dann auch nur eine logische Schlussfolgerung daraus, du befindest dich im politischen Wettbewerb um Meinung. Du willst, dass deine Meinung gehört wird. Und es ist halt sehr schnell, das verautomatisiert sich sehr schnell dahin bei einigen Leuten, dass sie dann auch irgendwie nach den Medien gieren. Und sich da halt auch einfach dementsprechend sehr krass verändern. Sie wollen halt immer, dass ihre Meinung gehört wird. Warum hört er mich denn nicht mit meiner Meinung? Und das kann Menschen auch sehr stark verändern. Also die Gefahren sind auf jeden Fall da. Ist auch ein bisschen auch Aufgabe der Basis und den Freunden drumherum, diese Menschen auch dann wieder einzufangen, wenn sie irgendwie ausreißen. Wählt Menschen, die einen Freundeskreis haben, einen stabilen. Ja, sehr wichtig. Das ist ein sehr, sehr, also, sehr wichtiger Menschen, die ein soziales Umfeld haben, auch neben der Partei. Ja. Haben die überhaupt noch Zeit für dieses soziale Umfeld? Ja, die nehme ich mir. Punkt. Ich sag mal so, ich war vorher Sysadmin und nebenbei zweiter Landesvorsitzender in NRW. Viel geändert hat sich nicht jetzt. Also jetzt habe ich den Job nicht mehr und den zweiten Landesvorsitzenden habe ich nicht mehr. Von daher hat sich das ein bisschen austariert. Also das Problem in den sozialen Beziehungen ist das gleiche geblieben. So kann man es auch formulieren. Ja. Also man muss sich wirklich erden. Man braucht wirklich einen starken Freundeskreis und wirklich Leute, mit denen man wirklich selbstkritisch reden kann und sich wirklich auch gut selbst. Hey, dafür kann man die Basis nutzen. Die Partei, die so freundlich ist. Das ist gut mit der Wahl. Er hat gesagt, selbstkritisch, nicht überkritisch. Ich wollte noch mal zurückkommen auf vorne. Jetzt so aus eurer parlamentarischen Erfahrung heraus. Wir sagen immer so, ja, wir arbeiten themenbezogen und so theoretisch könnte es ja auch sein, dass ein guter Antrag von der CDU oder von der FDP sogar käme, den man unterschreiben könnte quasi. Jetzt so aus eurer Erfahrung, ist das realistisch oder haben wir mehr Überschneidungen mit den linken Parteien oder ist das keine Frage zwischen links und rechts, sondern zwischen Koalition und Opposition? Ich denke, in Berlin wird es anders. Ich glaube, das ist in NRW und in Schleswig-Holstein komplett anders zu beantworten. Wir haben in Schleswig-Holstein die wirklich gute Situation, dass tatsächlich da nicht gemauert wird zwischen Opposition und Regierung. Also werden auch Anträge behandelt und kommen auch durch, auch sei es von der CDU, FDP. Zum Beispiel haben wir jetzt gerade einen Antrag der FDP mitgezeichnet, wo es um die Gleichstellung von geschlechtlichen Beziehungen geht. Das heißt, ihr habt wirklich konstruktive Antragsarbeit also mit den anderen Parteien? Ja, das funktioniert bei uns. Das haben sie sogar in den Koalitionsvertrag reingeschrieben. Und du kannst ja damit auch irgendwie dann auch dazu treiben, das zu machen. Das ist halt ein Vorteil, den wir haben. Das funktioniert in den meisten Fällen. Es gibt leider aber auch so Hardcore-Sachen, so zum Beispiel das 12-Treue-Gesetz, wo die einfach das durchpreschen, weil es dann einfach der Ideologie ist. Aber in einigen oder in vielen Fällen, wenn du welchen guten Draht hast, du auch zu anderen Abgeordneten und so weiter und so fort und du halt mit denen auch reden kannst und diskutieren kannst, kannst du auch Dinge durchbringen. Also für NRW ist das gar nicht so sehr anders. Da gibt es tatsächlich Anträge der CDU, die wir unterstützt haben, auch der FDP, auch der Grünen und auch der Roten. Und genauso haben wir auch von all den Leuten schon Anträge abgelehnt. Wir haben uns immer von vornherein eigentlich darauf versteift, wir beschäftigen uns mit dem Thema und uns ist es, da ja keine rechte Partei anwesend ist, egal von wem dieser Antrag kommt. Wichtig ist nur, ist das Ziel richtig oder nicht. Und wenn das so ist, dann unterstützen wir das. Wenn wir meinen, okay, das müsste eventuell noch ein bisschen anders laufen, dann suchen wir da auch den Dialog, dann suchen wir auch den Weg des gemeinsamen Antrages. Das funktioniert relativ gut, aber es gibt natürlich auch krasse Gegenbeispiele. Wie gesagt, da nochmal das Nichtraucherschutzgesetz, das ist wirklich bomben durchgeprügelt worden. Und es gibt halt die Anträge von der Opposition, wo man dann sagt, hey, was soll das denn jetzt, wofür ist das jetzt gut? Dieser Antrag macht keinen Sinn, der macht nur Arbeit. Und drüber reden werden wir sowieso nicht großartig, wofür ist das gut? Also Show tatsächlich. Und dann gibt es natürlich auch innerhalb der Fraktion Missverständnisse. Also habe ich zum Beispiel mit einem Abgeordneten über einen Antrag der CDU geredet und sagte, hey, den werden wir jetzt unterstützen. Und er sagte, nee, das ist ein CDU-Trollantrag. Ich sagte, nein, das ist nicht. Ja, aber steht doch, ich sage, ja, da die Einleitung, ja, okay, geschenkt, die ist mir aber egal. Faktisch ist doch, was wird denn gefordert?
Und jetzt habe ich ihm die Punkte vorgelesen, weil er hatte gar nicht weitergelesen. Habe ich ihm vorgelesen, das wird gefordert, das wird gefordert, das wird gefordert und das wird gefordert. Guckt er mich an, ja, das können wir unterstützen. Na klar, weil wir all diese Forderungen auch selber gehabt hätten oder auch hätten konstruieren können. Von daher, das ist sehr unterschiedlich. Aber das Konstruktive ist auf jeden Fall etwas, was wir uns vorgenommen haben und was wir auch bisher sehr gut durchziehen. Lassen sich denn irgendwelche, würdest du irgendwelche Trends ablesen lassen? Also weil, ich meine, bei uns, meine Erfahrung ist, die FDP sagt immer nur privatisieren, mal total klischeehaft gesprochen. Die CDU sagt, wir dürfen den Mittelstand und die Freiheit des Unternehmers nicht einschränken. Und ich sehe, okay, aber das, die CDU ist eben auch bei uns die Regierung und wir sind Opposition. Ich sehe da relativ wenig Überschneidungen, während wir relativ viele hier mit Linken und SPD haben. Auch da, das Wirtschaftsthema ist ein sehr spezielles. Ja, da werden wir wahrscheinlich mit CDU und FDP nicht so oft auf einen Nenner kommen. Das ist tatsächlich so, diese Wahrnehmung, die man da hat, die stimmt insoweit, weil die dieses Wirtschaftsspektrum immer gleich vertreten. Immer alles, was irgendwie danach riecht, als könnte jetzt irgendwelche Zahlungen auf die Wirtschaft zukommen, wird halt vornherein weggebügelt. Ob es jetzt Klimaschutzgesetz ist, ob es, was war das andere, Wasserentnahmeentgeltgesetz ist. Immer wenn es irgendwie darum geht, dass die Industrie dabei an höhere Zahlungen gerät, wird gemauert von CDU und FDP. Da stehen die halt wie eine Wand da und wehren das ab, wie es eben geht. Aber ich muss an der Stelle auch mal eine Lanze für die FDP brechen. Das tut mir sehr leid. Das tut mir auch sehr leid. Das tut mir auch eigentlich sehr weh, weil ich das bisher, also bisher habe ich immer gesagt, so mit wem ich überhaupt nicht zusammenarbeiten könnte, das wäre die FDP. Das ist aber nicht so, weil letztendlich sind das auch alles Menschen, die da sitzen. Und die haben auch alle unterschiedliche Ansichten. Die haben ein paar Standards, wo man sagen kann, ey, komm, vergiss es, da reden wir gar nicht erst mit euch, das macht keinen Sinn. Aber abseits dessen sind die durchaus bereit, auch konstruktiv miteinander zu arbeiten. Das ist vollkommen egal, welche Partei das jetzt ist. Das gibt es überall. Ja, aber ich denke auch, das ist sehr abhängig, von welchem Land man gerade sitzt. Auch das? Ne? Also, ja. Wenn ich mir die. Weil es abhängig vom Menschen ist. Ja, ach, wenn ich mir, angucke, wenn ich mir in Hessen angucke, wie ja die Grünen so agieren, als Beispiel, sie sind da ähnlich drauf wie die Grünen in Berlin, also im Abgeordnetenhaus. Man möchte sie nur an die Wand schlagen den ganzen Tag. In Berlin im Abgeordnetenhaus haben wir das, was bis vor ein paar Jahren noch in allen Landtagen Usus war, nämlich Opposition stellt einen Antrag, dann geht das Orchesterspiel los, halt Plenum, Ausschuss, ablehnen, Ausschuss, dann zweite Lesung im Parlament, ablehnen. Ja? Noch was von der Regierungskoalition, das gleiche Spiel nur mit Annahme. Das war so bis vor ein paar Jahren eigentlich überall in allen Landtagen Usus gewesen. Das ist ja auch erst jetzt also recht frisch, dass es so, wie ihr es jetzt erfahrt ist, übrigens. Ich glaube, in Hessen wird es fast ähnlich so ablaufen, weil, also, wie in Berlin, das ist irgendwie, ja, das, wenn man sich anguckt, dass irgendwie die Opposition verhält sich wie Regierung im Wartestand in Hessen. Die momentane und ja, die Regierungsparteien sind halt Regierungsparteien. Ich glaube, weiß nicht, ob man konstruktiv mit der Hessen-CDU zusammenarbeiten kann. Hessischer Landtag ist Krieg. Naja, also. Ja, es ist ja auch offiziell der schlimmste Umgangston in allen Landtagen, habe ich zuerst gesagt. Nee, der schlimmste ist halt. Ist Parlament schlimm. Ist immer Krieg. Ja, Parlament ist immer Krieg, aber hier ist es nur mit Atomwaffen. Parlament. Ja, das herrscht eine Flascherie, also. Ja. Das ist so aus Europa dann, wo sie sich wirklich aufs Maul hauen? Ja, das ist dann hier ne, Neutronenbombe. Welches Richtungsmaschine? Nee, aber man muss halt, also es hängt auch wirklich davon ab, ob man mit den Leuten zusammenarbeiten kann, also Anträge unterstützen kann, dergleichen, wenn man halt wirklich zusammenarbeiten kann. Also wir haben schon Änderungsanträge geschrieben, die total sinnvoll waren für Anträge der Koalition. Die wurden auch schon mal angenommen. Andere, die ähnlich sinnvoll waren, wurden direkt wieder abgelehnt. Also das ist so, das ist halt immer schauen. Das ist halt Das Lustige ist, da liegt es meistens daran, dass man nicht mit den Leuten redet. Ja, wir haben mit den Leuten geredet. Okay. Ja, aber es klingt ja nicht danach beschimpft in der Ausschusssitzung. Ja, das
Beschimpft, Alex oder? Nee, Kohlmeier pöbelt alles um jeden an. Ach, Kohlmeier. Der von der SPD. Wer hat's gemacht? Kohlmeier. Ja, nee, aber das ist so. Kann man auch, glaube ich, noch nicht im Vorfeld sagen, was passiert, weil ihr wisst ja noch gar nicht, wer die anderen sein werden. Und das Schlimmste ist es. Also, ja, erstmal also reinkommen, ne, ist Aufgabe 1. Aufgabe 2 dann feststellen, wer sind denn die anderen Abgeordneten da eigentlich? Mhm. Und ich meine, die CDU Hessen sind halt Betonköpfe. Ich meine, das muss ich euch ja nicht sagen. Wie lange sitzen die da? Zu lange. Nein, das ist jetzt mal eine rote Regierung. Ja, aber das ist, glaube ich, ein relativ entscheidender Faktor, wie lange eine Regierung wirklich ungehindert agieren wird. 98. Okay. Also ist schon recht lang. Ne? Ja, das sieht man ja auch in Berlin. Berlin 10 Jahre rote Regierung. In den 70ern war immer rote Regierung. Ich glaube, die meisten sitzen da noch. Also. Ja, ja, in 70ern, ja, genau. Das ist die jetzige Opposition war mal die Regierung. Genau. Die will immer noch eigentlich. Die wissen auch alles besser als die Regierung. Ja. Also immer. Und ja, und halt, wie gesagt, jetzt hier seit paar 90 irgendwie mit Koch damals die Hardcore-CDU eingezogen. Die CDU in Hessen ist die konservativste CDU von allen. Darf man auch nicht vergessen. Ja, das heißt CSU. Vielleicht von der CDU. Was schön ist, du wirst eigentlich in jeder Ausschusssitzung kriegst du Geschichtsunterricht. Oh ja. Ja, das geht bei uns bis zu Barschel zurück. Das ist wirklich wunderbar. Die können nicht davon lassen, sich vorzuwerfen, was vor 20 Jahren passiert ist. Das zum einen und vor allen Dingen geht es immer darum, wenn irgendwas schief läuft, wird gesagt, das habt ihr dann und dann gemacht und das habt ihr aber da schon gemacht. Das ist wirklich was mich annervt. Da ist niemand in der Lage zu sagen, ja, hey, scheiße. Ist scheiße gelaufen, ist doch scheißegal, wer es gemacht hat, lass uns es doch besser machen. Also das klappt nicht. Das funktioniert nicht. Und gerade bei der Energiewende, die ja ein großes Thema ist, ist es auch sehr spannend zu beobachten, dass sich dann sowohl die FDP als auch die CDU in den Ausschuss setzen und sagen, hey, das funktioniert nur, wenn wir das und das und das und wenn wir das gemeinsam machen. Ich sage, ja, vielen Dank, gute Einschätzung, korrekte Einschätzung. Jetzt müsst ihr das nur noch nach Berlin tragen zu eurem Herrn Rösler und Herrn Altmaier, weil das Problem sitzt da. Also sie wollten halt, dass es keine 16+1 Energiewenden gibt, sondern eine Energiewende. Und die funktioniert halt nur, wenn man von oben auch was schickt, was alle tragen können. Liefert, ja. Und von oben kommt halt momentan ja, mehr Verunsicherung für alle als alles andere. Und Rösler. Auch das noch. Verunsicherung und Rösler. Ja, ich meine, wenn er was Sinnvolles sagen würde. Aber es kann auch zusammenfassen, man kann noch so sachlich halt irgendwie versuchen zusammenzuarbeiten. Meistens steht und fällt es das dann mit den Menschen. Das ist typisch, du musst mit den Leuten reden können. Aber wenn du auf Menschenebene nicht mit denen zusammenarbeiten kannst. Und wie aktuell auch Medien ein Thema behandeln. Ja. Also wenn halt ein Thema gerade ganz groß kontrovers in den Medien behandelt wird und irgendwie Leitmedien des jeweiligen Landes irgendwie pro CDU-Meinung sind, dann hat die CDU keinen Grund, da irgendwie einen Schritt zurückzumachen und the other way around. Ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Also diese vierte Gewalt, die ich total wichtig halte, ist aber auch, wird halt, die wirkt halt auch bis ins Parlament rein. Natürlich. Das ist halt so. Also natürlich im Landtag noch eher als jetzt zum Beispiel bei euch in Frankfurt wahrscheinlich. Also, ne? Wir haben schon fett Wahlkampf. Ja gut, das ist halt auch so eine Sache, wenn dann Bundestagswahlkampf, das merken wir gerade in Berlin, geht mir eher jetzt auch gerade im Landtag. Wir haben noch Kommunalwahl dazu. Dass halt der Wahlkampf angefangen hat, das merkt man halt auch dann daran, wie plötzlich Fraktionen nicht mehr mit einem sprechen. Mhm. Also die anderen Oppositionsfraktionen. Ja, oder einfach Bullshit kommen teilweise. Oder halt irgendwelche Schemetta-Anträge. Die einfach dann halt eine Partei oder eine Fraktion gut aussehen lassen. Das ist halt auch dann, das ist völlig normale politische Spielchen. Und das Schlimme ist, diese ganzen Showanträge kann man als Laie meistens ohne Hintergrundwissen gar nicht so identifizieren. Ja. Zum Beispiel ein Berichtsantrag der CDU zu, was war das letztens, Umsetzung des Finanzausgleichsgesetzes oder sonst wie. Da denkst du so total gut, dann kriegst du einen Bericht, da steht halt nichts drin und so weiter und so fort. Und wir haben mal nachgefragt. In Wahrheit ist aber, die Geschichte noch viel lustiger,
die sind gerade in Verhandlungen mit den kommunalen Trägern und wollen einen externen Gutachter beschäftigen, der das dann irgendwie mal so wirklich neutral ausrechnet. Wenn die CDU das jetzt mit dem Gutachten einfordert, dann kannst du den Gutachter sparen. Ja. Aber das kannst du als Laie so nicht wirklich von außen erkennen. Da siehst du nur irgendwie als Opposition, als Mensch, die haben einen Bericht gefordert oder kriegst du nur Bullshit? Die Opposition wollten nicht haben, was? Ja, das Schlimme an dieser Sache ist, wie positionierst du dich da als Piratenfraktion? Ja. Vor allem, weil auch dieses ganze Ich sag denen dann, dass es Show und Talk ist. Ja, das Problem ist, du hast meist auch nicht so, kriegst es erst hinterher mit, wenn dir solche Sachen erzählt, was du machst. Du hast ja nicht die komplette Story, weil du halt auch nicht so jahrelang dabei bist und weißt nicht, was das läuft. Ja, dann hilft ja auch mal wirklich so eine Information. Das Erkennen wird immer besser. Ja. Das Erkennen wird immer besser. Aber, seht ihr irgendeine Chance, diese Dinge, die ihr jetzt so langsam erkennt, dass ihr die Dinge hinter den Dingen, die ihr jetzt lernt, dass man das irgendwann auch mal nach außen vermittelt? Weil so steht auf dem Buch. Steht im Buch, wir nennen das Politik. Entschuldigung. Weil das Gefühl, dass das alles irgendwie scheiße ist, was da läuft in den Parlamenten, das sitzt mir ja nicht hier. Moment, das stimmt ja so nicht. Das ist ambivalent, aber das ist nicht scheiße. Das ist da sehr, sehr viel Sachen sehr, sehr schief laufen. In den 70er Jahren hat es jemand angefangen aufzuschreiben und es ist in den 90ern rausgekommen, Colin Crouch, Postdemokratie, steht alles drin. Siegfried Fischer Verlag. Das sind dünnes Bücher, so 140 Seiten. Das ist ja nichts, das ist ja keine neue Erkenntnis, die wir gewonnen haben, alle Sachen. Wie heißt der Typ? Colin Crouch, Postdemokratie, großartiges Buch, kann ich jedem sehr empfehlen. Ja, ich heiße so. Nee, das ist ja ein Bindestrich geschrieben. Also das Buch ist ein britischer Politologe. Der hat einmal alles aufgeschrieben, wieso diese Mechanismen eigentlich funktionieren. Und ab wann ist es halt eine Demokratie oder Demokratie, diese Frage. Und wann ist es halt wann ist es halt nach der Demokratie und das ist dann ein Problem. Und diese Mechanismen, die wir jetzt so erleben, also in Berlin sehen wir das ganz krass, wie es bei euch ist, weiß ich nicht. Das ist halt jetzt auch nicht nur irgendwie dumm rumgeeier von Mr. Crouch, sondern wir haben halt wirklich durch die ganzen Privatisierungsstrukturen, also staatliche Aufgaben wegdrücken an Private. Und am besten noch drauflegen dabei, das fängt an bei der Bahn, geht über die kommunale Wasserversorgung, über die Stromwerke. Das ist halt alles nicht mehr demokratisch nachher. Also die ganzen privaten Unternehmen, es ist halt keine demokratische Kontrolle mehr da. Und Parlamentarier nehmen sich ja mit die Einflussnahme und Regierung auf genau solche Unternehmen, auf Regulierung zum Beispiel. Wir sind wieder über Kartellgesetze und über Kartellämter langsam nachregulieren können, aber niemals gut regulieren, wie wenn es einfach noch im kommunalen Besitz wäre, zum Beispiel. Also, aber selbst wenn sie Einfluss hätten, wird er teilweise nicht nützlich. Genau, das kommt auch, das kann auch. Kann dazu auch einen Fall aus NRW mal schildern. Es gibt den Datteln 4, ich weiß nicht, ob das schon jemand gehört hat, das ist ein Kraftwerk. Und da gibt es Datteln 1 bis 3, die sollten nach eigenem Willen des Betreibers Ende letzten Jahres abgeschaltet werden. Und dann haben die angefangen, Datteln 4 zu bauen und es war relativ schnell klar, die bauen das außerhalb des Bauungsplans, das ist alles so nicht genehmigungsfähig, wie es ist. Und es war relativ deutlich schon seit Jahren, dass das mit Datteln 4 so erstmal nichts wird, dass es rechtlich nicht tragbar ist. Und kurz vor Ende des letzten Jahres, ich glaube November oder Oktober, kam ein Antrag rein, die Landesregierung sollte sicherstellen, dass der Weiterbetrieb von Datteln 1 bis 3 geduldet wird, weil die Bahn dort ihren Strom bezieht und in der Kürze keinen Strom an anderer Stelle einspeisen kann. So, jetzt wissen die aber sowohl die Bahn als auch E.ON als Betreiber seit Jahren, das läuft in ein Problem rein. Wir speisen da bisher Strom für die Bahn ein, wir haben da den Konverter stehen, also den Fall mit 16 2/3 Hertz, da brauche ich also einen Umricht dafür. Und es hat niemand was getan. Und am Ende ist das Ding jetzt von der Landesregierung einfach geduldet worden. Ich weiß nicht, wie der Stand da aktuell ist. Und CDU und FDP haben mit wehenden Fahnen dafür geschrien, dass das geduldet werden muss. Und ich war der Einzige, der im Parlament gesagt hat, Moment mal, die wissen seit Jahren, diese Großunternehmen, dass sie Probleme bekommen. Und jetzt, kurz vor Toreschluss, rufen sie die Politik an, helft uns bitte. Und die Politik springt bei. Was ist das für eine Scheiße? Was wollt ihr mir denn jetzt hier erzählen? So ein Bauungsplan ist jetzt auch nicht, was irgendwie von heute auf morgen auf dem Nichts erscheint. Nee.
Ja, und wenn ihr dann anfangt zu planen auf den Grundstücken, dass die irgendwie die, ist egal. Die, wo sie halt nicht bauen, also das nicht bauen dürfen, das ist total spannend, das wird einfach dann Jahre auch ignoriert. Also das kenne ich aus Berlin mit Großbauprojekten so ähnlich. Ja, aber der Punkt ist einfach, gerade war gesagt worden, man nimmt sich die Einflussnahme, indem man privatisiert. Und die man hat, nutzt man nicht. Und die man hat, die nutzt man einfach nicht, weil da an der Stelle hätte die Regierung einfach sagen müssen, nö, jetzt müsst ihr halt gucken, wie er klarkommt. Und dann stand natürlich groß auf dem Tapet, dann fallen bei kalten Wintertagen die Bahnen aus. Ja, Überraschung, das passiert im Winter sonst überhaupt nicht. Nein, war noch nicht. Weil ich habe ja vor 10 Jahren nicht sehen können, ob sie das geplant hat. Ja, es sind halt, kommt jetzt so plötzlich. Sind halt so komische Sachen, wo du dich dann fragst, hey, was soll das jetzt? Warum hat da niemand diesen Fokus drauf? Warum haben alle nur das Interesse, dass das Ding jetzt weiterläuft? Das ist halt für mich nicht nachvollziehbar. Und dann hättest du sagen, wir haben die Eisenbahn gerettet. Super. Also dazu ganz kurz. Ich bin auch grundsätzlich der Meinung, dass Güter, die sich nicht beliebig vermehren lassen, also die Trinkwasserversorgung, öffentlicher Personennahverkehr, sagen wir mal, irgendwie einer besonderen, also irgendwie besonders behandelt werden müssen. Bei Zeitungen oder Lebensmitteln ist es vielleicht was anderes. Da gibt es einen freien Markt, kann jeder mitmachen. Aber, also ich bin ja selbst ein bisschen Leidtragender, es ist tatsächlich so, dass da, wo Private beispielsweise die Wasserversorgung übernehmen, dass da der Staat viel intensiver drauf guckt. Es gibt zum Beispiel diese AVB Wasser-V, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ja. Die gilt grundsätzlich für private Wasserversorgungsunternehmen, ja. Ist es aber innen. Sind die Wasserversorgungsunternehmen aber öffentlich aufgestellt, gilt es nur mit großen Einschränkungen. Ja. Das heißt, als Verbraucher ist es mir eigentlich lieber, also beispielsweise, wenn die Leitung kaputt geht, aus dem Haus, ist es öffentlich, die Wasserversorgung, ja, muss ich die Leitung bezahlen in aller Regel? Ist es ein privater Wasserversorger, muss der die Leitung bezahlen? Also ist nur als krasses Beispiel, dass man das vom Hintergrund her auch weiß. Ja. Also diese ganz pauschalen Dinge, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ja. Nur, dass man es einfach weiß. Oder beim Streit gehe ich beim privaten Wasserversorgungsträger, gehe ich vor das Amtsgericht, das Zivilgericht, da kriege ich aus Verbraucherschutzgründen kriege ich zu 50% Recht. Im anderen Fall gehe ich zum Verwaltungsgericht, da kriege ich zu 4% Recht. Ich sage mal, als Verbraucher ist es ein bisschen differenziert zu betrachten. Insofern ist natürlich der Königsweg da, also beispielsweise Wasserversorgung, eine AG privaten Rechtes, aber in öffentlichem Besitz. Dann habe ich den Schutz als Verbraucher, weil die Sache vor den Amtsgerichten landet, weil die Leitung repariert der andere. Und zugleich hat die Kommune, also die öffentliche Hand, die hat ihre Hand drauf, ne? geht nichts anderes. Und viele Kommunen machen das rückgängig. Die hatten AGs gegründet, die jetzt merken sie, wir fahren viel besser, wenn es in öffentlicher Hand ist offiziell, also nicht als AG aufgestellt, sondern direkt in öffentlicher Hand, weil wir da viel weniger Probleme haben. Also ist tatsächlich so, war in der FAZ mal drin. Ich will es nur mal so als Hintergrundinfo reingeben. Ich würde gerne nochmal, also, der eine Teil, das ist eben die zunehmende Entdemokratisierung, also der Einfluss von Konzernen und dass sie einfach machen, was sie wollen und zweifelsfrei schreien, hier, wir brauchen das aber jetzt, so, wie ich es eben gerade beschrieben habe. Das sehe ich ja auch so. Aber die andere Frage ist für mich, diese Spielchen, diese Showanträge, dieses halt 1000 Sachen fordern, obwohl man genau weiß, dass nur 2 durchzusetzen sind und diese ganzen Overhead, der damit entsteht und so. Seht ihr da keine Chance, davon irgendwie wegzukommen? Also so ein Systemparlament ist halt erstmal, also musst du hier als geschlossenes System betrachten. Systeme sind zum Selbsterhalt da. Ne? Also das ist erstmal ein Fakt, den müssen wir anerkennen. Systeme erhalten sich selbst. Und diese ganzen Spielchen, diese ganzen Schauanträge sind dafür da, um die eigene Macht zu erhalten. Also nein, das ist, da müssen wir das Systemparlament komplett aufbrechen. Und wie wir das machen wollen, da hat noch kein Pirat bisher eine Lösung geliefert. Das Systemparlament auch. Ja, also aufbrechen, nicht auflösen, sondern aufbrechen. Das ist ein Unterschied. Genau das wäre eben auch meine Frage gewesen. Also mir hat mal der Fraktionsvorsitzende von der SPD hat gesagt, so, oh, ihr Piraten seid aber schon ganz schön von dem System vereinnahmt. Also ich meine, wir gehen in die Parlamente, wir gehen in die Ausschüsse, wir lesen diesen ganzen Scheiß durch. Wir machen dieses Spiel genau mit.
Warum machen wir den ganzen Scheiß eigentlich? Also, ja, das ist ja was. Was ändern wir? Das ist eine spannende Frage. Also, was er jetzt sagt, mit Parlament aufgebrochen, klingt jetzt relativ brutal. Das klingt brutaler, als es ist. Das klingt vermutlich auch brutaler, als es ist. Ich bin immer noch der Meinung, du kannst ein System nicht verändern, was du nicht kennst. Du kannst nicht ein System verändern, was du nicht kennst. Ich bin tatsächlich. Du weißt nicht, was du noch verändern willst, wenn du es nicht kennst. Ja. Du hast ja von außen den Eindruck, es funktioniert nicht. Ja. So, also musst du dich da reinbegeben und gucken, wo funktioniert es denn nicht. Und eins, was mir halt direkt aufgefallen ist oder sehr früh aufgefallen ist, ist diese Regierungsbildung mit Koalition und Opposition. Das ist aus meiner Sicht ein entscheidender Nachteil. Ja. So wie das gespielt wird, sorgt das dafür, dass manchmal die Regierung einfach Dinge durchprügelt, ohne sie zu diskutieren. Und sie sorgt dafür, dass die anderen ständig mauern. Es sorgt permanent dafür, dass das Gemeinsame, was alle mittlerweile bei uns im Parlament, das Transparente, das Gemeinsame, das wird immer wieder betont, dass es eigentlich nicht stattfindet. Oder nicht in dem Maße stattfindet, wie man es gerne hätte. Also muss man sich überlegen, und das ist sicherlich eine Aufgabe, die ich mir noch vorgenommen habe, wie kann man das ändern? Aber um das zu erfahren, wie kann ich es ändern, muss ich es erstmal verstanden haben, richtig. Und ja, ich bin immer noch der Meinung, man muss da erstmal rein, muss sich das genau angucken, ja, wie das läuft. Also ohne dass dich das System dann korrumpiert. Das ist die große Gefahr dabei, natürlich. Aber wie gesagt, ich glaube von mir, dass das bisher nicht so passiert ist, und ich hoffe, dass das auch. Hat man 4 Jahre danach. Ja, wie gesagt, ich fand ja auch die Frage mal zu viel. Das Team mit ihm zum Selbstzer halt. Ja, kann gut, dass wir da. Ja, also das kann gut passieren. Können wir jetzt aber noch gar nicht sagen, ob das bei den Piraten auch so passieren wird. Ich gehe ganz grob davon aus, dass in 10 Jahren die Piraten da genauso selbstzer halt im System aus ist wie die anderen auch. Entschuldigung, nein. Also, doch, ich gehe da raus. Nein, ich hab da an der Stelle. Frage ist, ob wir bis dahin was verändert haben. Nein, also Moment. Die Grünen haben ja auch was verändert. Stopp, ich hab da an der Stelle ein starkes Problem. Ich bin, sag ich mal, einer der Piraten, die immer noch sagen, wenn es uns nicht mehr braucht, lösen wir uns auf. Das habe ich von Anfang an vertreten, das vertrete ich immer noch. Okay, ich sehe die Wahrscheinlichkeit, dass das so schnell passiert, relativ gering an. Aber es gibt ja auch genug Leute, vor allen Dingen die nach Berlin aus meiner Sicht dazu gekommen sind, die diesen Selbsterhalt schon forcieren, die im Prinzip Wahlkampf machen, und auch wenn ich hier gerade irgendwie die Aussage gehört habe, Stimmen abgreifen oder so ähnlich, dann stehen mir eigentlich die Nackenhaare hoch. Ich will für etwas stehen, und wenn ich dafür gewählt werde, ist gut, und wenn ich dafür nicht gewählt werde, dann habe ich entweder das Thema nicht richtig kommuniziert oder ich denke komplett anders als die Bürger. Dieses auch Erweitern des Wahlprogramms, wir müssen zu allem eine Meinung haben, nein, überhaupt nicht, das sehe ich überhaupt nicht so. Wir sollten nicht auf Stimmenfang gehen, sondern wir sollten versuchen, unsere Ziele zu verfolgen. Und da an der Stelle... Ziel meinst du? Nein, Ziele verfolgen, nochmal, Ziele verfolgen, Ziele durchsetzen. Und deswegen auch diese konstruktive Nummer, da ist mir vollkommen egal, mit wem ich das mache. Ich will Ziele umsetzen, und alles andere ist eigentlich nachrangig. Dann danke, dass du da warst. Schönes Schlusswort. Schönes Schlusswort. Kurze Frage. Du standst hier in dem Transparenz. Ja. Also jetzt schon wieder. Vorhin habe ich mich festgestellt. Das Gute ist, ich habe einen Zettel.